Genau, das Testen. Okay, das müssen wir noch ändern, dass er wie in der Schule hereinspaziert, würde ich sagen. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schwere Tür ist zu. Und zwar zu einem Video, was mir wirklich richtig am Herzen liegt. Und wie kann ich euch am besten wieder abholen und euch an meinem Leben teilhaben lassen? Meinem nächsten großen Ding sozusagen. Ein großer privater Meilenstein, und zwar meine erste eigene Wohnung. Und ich würde sagen, wir können schon hier einmal diesen Eingangsbereich beobachten. Ich habe jetzt hier einfach einen kleinen Sauverhau, würde ich sagen. Das tut mir auch sehr leid. Aber ich habe die letzten Monate eigentlich nur aus Tüten und Koffern gelebt, weil ich war eben bei meinen Eltern zu Hause. Ich habe beim Erdschan eine kurze Zeit gewohnt bei meiner Schwester. Also da war ich die ganze Zeit eigentlich nur noch am Pendeln. Jetzt bin ich eben hier und wollte euch eben meine Wohnung zeigen. Und als nächsten neuen Schritt sozusagen wollte ich auch nach München ziehen. Das heißt, ich bin jetzt eine waschechte Münchnerin, naja fast. Und da habe ich mich prompt in diese Wohnung hier verliebt. Und nach diesem Eingangsbereich kommen wir hier gleich in meinen Lieblingsbereich. Küche, Ess- und Wohnbereich. Und man beachte hier mein wunderschönes, aufblasbares Bett. Also das Ding ist, ich habe noch keine Möbel. Kein einziges. Denn zuvor habe ich mit Charlie in einem Haus gewohnt in Rosenheim. Und es war eben alles schon fertig eingerichtet und deswegen fehlt mir einfach alles. Aber ich hätte gedacht, dass hier einfach so ein Sofa schon Platz finden soll. Also einmal eventuell in so einer L-Form, irgendwie so. Und hier kann man einen Fernseher hinhängen oder stellen, also je nachdem. Und dann der Kern meiner Wohnung. Das war das Highlight. Ich habe mir immer eine offene Küche gewünscht, weil ich das irgendwie so... Schuhe zum Beginn anziehen. Und zwar eine offene Küche, weil ich finde, es wirkt einfach so offen. Und auch beim Drehen hat es eben den Vorteil, dass ich dann eben hier die Kamera zum Beispiel aufstellen kann und kann eben hier Videos drehen oder dort. Und dann kann man das alles viel besser sehen. Hier könnte man auch eventuell zwei Barhocker hinstellen, das finde ich auch super cool. Oder eben dort drüben eine Art Essbereich mit Esstisch und Stühlen, das muss ich mir noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Das Coole ist eben auch, dass nichts drin ist und dass ich voll kreativ mich ausleben kann. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Ja, mega viel Stauraum hier. Also wir haben hier 1000 Schubladen. So, ein Ausziehfach hier. Auch mega cool. Dann Ofen. Ich kann es kaum abwarten, wieder in Zukunft mehr zu backen. Dann haben wir hier Mikrowelle auch schon mit drin. Auch voll cool. Und wenn es so verkleidet ist, finde ich es auch mega cool, dann habe ich hier ein Geschirrspüler, Müll und einen Kühlschrank. Man beachte nicht dieses Bier und den Sekt hier. Meine Eltern haben mir geholfen, das Ganze auch ein bisschen zu putzen. Wir haben schon gesagt, zur Feier, wenn wir hier eine Art Willkommensfeier machen, so eine Housewarming-Party nennt man es oder so, dann kann man eben anstoßen, ist nicht von mir. Dann Bodentiefenfenster ist das nächstes und das ist eben super cool, denn da... Cool, ne? Das fand ich auch cool. Cool, noch genau heute. Kann man hier einmal rausgehen. Und klar, das Nachbarhaus ist ein bisschen nah. Es ist sehr offensichtlich. Ich gehe wieder zu einem Sonnenschirm. Hier mal so einen Schirm, den man vielleicht so schräg machen kann. Und dann ballern wir hier einfach alles mit grünen Bäumchen zu, damit einfach hier alles so dschungelmäßig ist. Und dann kann man, dass man hier auch vielleicht mal draußen frühstücken kann. Man höre. Es ist nicht besonders laut hier. Das finde ich richtig cool. Ich weiß nicht mal, dass man so Pflanzen hat und wisst schon, werdet schon sehen. Ne? Und dann gehen wir hier in das Gäste-Klo bzw. auch Waschraum. Super spannend, wir haben hier eine Toilette, wir haben hier ein Waschbecken und hier wird dann mal auch eine Waschmaschine Platz finden. Und jetzt gehen wir einmal nach oben. Der hat schon, geht jetzt ganz galant drüben die Treppe rauf. Vorsichtig. Ja, fast hast du es geschafft. Sehr gut. Ja, da haben wir hier eben so einen kleinen Schwungaufwand nach oben. Hier ist jetzt kein Zimmer, das hier ist eine Treppe von außen, denn wenn man jetzt ein Bett hat, da kann man das schwer die Treppe hochmanövrieren, deswegen gibt es nochmal diesen Eingang eben separat unter, Fluchtausgang, falls jemand ganz schnell von hier oben flüchten muss. Und dann haben wir hier das größere Badezimmer, ich habe schon ein paar Utensilien hier reingeräumt, mich ein bisschen eingenistet
Und wir haben hier eben eine Dusche. Und da fehlt aber hier noch das Glas. Also ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Von beiden Seiten oder nur eine, damit man hier eben nicht so viel rumsaut. Toilette und eine Badewanne. Richtig cool. Also richtig geräumig. Man kann dann hier auch nochmal Regale einbauen. Man merkt, ich bin auch ein ziemlicher Regalenfreund. Und dann kommen wir auch schon zum finalen Raum, und zwar beim Schlafzimmer. Und jetzt erklärt sich wahrscheinlich auch, warum mein letztes Video so Gehalt hat, eben weil hier einfach nichts drin ist. Hier in dem Zimmer fand ich es auch mega cool, weil beide Fenster sozusagen. Wenn man jetzt hier ein Bett macht, dann kann man die Sterne sehen. Und den Rest will ich wahrscheinlich mit Schrank auffüllen, sonst bekomme ich meine Sportklamotten nicht runter. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Und so sieht's aus. Das Ganze hat 78 Quadratmeter, wirkt ein bisschen kleiner wegen der Dachschräge, aber ich bin so happy und ich wollte auch nichts Monströses, da muss ich nämlich nicht so viel putzen. Für so einen chilligen Single-Haushalt ist es doch ganz angenehm. Und jetzt freue ich mich natürlich, euch auch da wieder mitzunehmen. Also auf Instagram-Stories werde ich auch bei dem ganzen Umzug mit dran teilhaben lassen. Also ich habe jetzt noch meine Sachen verstreut, eben in der Garage von meinen Eltern und von meiner Schwester zu Hause und noch ein bisschen was in der Just Gym. Das Ganze sammle ich jetzt mal zusammen und verfrachte es einfach hierher. Das ist so der perfekte Neuanfang für einen neuen Lebensabschnitt, für mich persönlich jetzt. Und ja, wenn das Ganze euch gefallen hat, dann könnt ihr dem Video natürlich einen Daumen nach oben geben und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Wohnung so findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zu meinem nächsten Video wieder.